35 Prominente und Personen des öffentlichen Lebens backen Kekse für Kinder mit Krebs heute in der Fachschule Heidegg. Frau Turnherr, was sagen Sie dazu? Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Ihre Turnschuh hat hier neben Ihren Turnschuhen auch einen Spritzsack. Was macht sie damit? Auch sie möchte gerne helfen. Und wir haben hier heute hochkarätige Gäste eingeladen, die allesamt hier Gutes tun wollen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass auch Gerda Rogers da ist, die heute... Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir machen ja heute Zimtsterne. Wir schauen in die Sterne, in die weihnachtlichen Zimtsterne. Ich hätte ja gesehen, der Mond ist in der Waage. Das ist wunderbar. Da nimmt man zu bei allem, was man ist. Ich meine, zunehmend ist er auch noch, aber es war kein Problem, es ist alles für einen guten Zweck. Ich freue mich natürlich sehr, dass neben mir jetzt auch der Niki Lauda da ist, also gar nicht eingeladen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier meinen Tupperboxer mitgebracht habe. Und dieser Schwachkopf hier spricht mir ständig drei mit seiner verrückten Spritztüte. Ich werde gleich einmal in den Auspuff hineinpuffen mit diesem Ding. Ich freue mich sehr, denn ich habe meine Tupperboxen schon mitgebracht. Was ist das mit dem Kettler, dem Geizkrank? Ich werde heute noch gefragt, wieso meine Kinder Mia und Max heißen. Alles ganz einfach, sie sind von mir und ich Max. Ich freue mich auch sehr, dass hier jetzt gerade eine Kostprobe geliefert worden ist. Wunderbar. Das ist nämlich für unseren nächsten Gast, für den Wolf von Ambros. Und der freut sich schon sehr auf die UN-Verkostung. Und jetzt muss ich mir da mal so arbeiten. Viert euch dabei. Und jetzt kommt die Werbung in eigener Sache. Marion Petritsch spielt Fischgräte und das Kammerl des Schreckens übermorgen am Donnerstag im Casino im Graz um 19.30 Uhr. Und die Fischgräte freut sich schon. Und jetzt tun wir wieder arbeiten, weil dabei beschimpft sie uns mit mir. Viert euch gut nach.